Damn. Ja, Deep Silver hat eine neue Version ihres kommenden Spieles Metro Exodus announced, und zwar die Antrium Edition. Die beinhaltet unter anderem eine Gasmaske und eine voll funktionstüchtige Nixie Watch. Und noch vieles mehr, das könnt ihr angucken auf deren Homepage, respektive gibt es einen Trailer dazu, wo der Inhalt vorgestellt wird. Aber wichtig zu beachten ist, dass es nur 10 Exemplare dieser Version gibt und man kann diese nicht kaufen. Deep Silver wird diese verlosen. Resident Evil 2 ist endlich eine Demo erschienen für das kommende Spiel, das am 25. Januar erscheinen wird für die Konsolen und für PC. Die Demo ist am Freitag, dem 11. Januar erschienen, ist eine One-Shot-Demo. Das bedeutet, man hat 30 Minuten Zeit, die Demo zu zocken. Und sobald man die 30 Minuten aufgebraucht hat, egal ob man stirbt oder nicht, man hat 30 Minuten Zeit. Sobald die Zeit vorbei ist, kann man die Demo nicht mehr starten. Das heißt, man muss dann warten, bis das Spiel erschienen ist. Ja, Bandai Namco hat eine Open Beta angekündigt für das kommende Spiel Jump Force. Und zwar am kommenden Wochenende, 18. bis zum 20. Januar. Leider aber nicht durchgehend. Das heißt, ihr könnt die Demo nur zu bestimmten Zeiten spielen. Also seid euch sicher, dass ihr die Zeiten abcheckt, damit ihr auch was von der Open Beta habt. Ja, das neueste Spiel der Tropico-Serie ist leider verschoben worden, und zwar Tropico 6. Ihr könnt also den beliebten Diktator erst wieder spielen am 29. März. Ja, große News hat letzte Woche die Runde gemacht, und zwar bezüglich Bungie und Activision. Die haben sich nämlich endlich getrennt. Bungie hat sich endlich frei bekommen sozusagen und hat den Destiny-Franchise direkt mitgenommen. Das heißt, Destiny gehört voll und ganz nun endlich Bungie, und es wird auch gemunkelt, dass ein neues Destiny in Arbeit ist, nämlich 2020 soll das Ganze erscheinen, aber die Big News ist natürlich, dass Bungie endlich von Activision weggekommen ist.